trainiere jetzt mittlerweile 4 Jahre. Damals bin ich zum Fitness gekommen, aus dem Grund, da ich Basketball bei den ersten Herren gespielt habe, mit 16 Jahren. Und die waren halt alle weit überlegen. Und da musste ich halt auch irgendwie ein bisschen aufholen. Also ich bin in der Ukraine geboren und bin dann mit 3 Jahren hergekommen nach Deutschland. Und seitdem wohne ich jetzt in Fulda. Die ganze Schule habe ich ja hier auch alles mitgemacht, so von der Grundschule auf. Dann ging es, aber zu Anfang hatte ich halt echt Probleme zuerst mal mit der Sprache. Meine Eltern wollten nur, dass ich studiere. Denen war egal eigentlich, was ich studiere. Wir wollten, dass ich halt was aus meinem Leben mache. Wir sind halt nicht ohne Grund nach Deutschland gekommen. Ich studiere internationales BWL und bin im 3. Semester. In dem Fachbereich beschäftigt man sich sehr viel mit Werbung, mit Statistiken, mit Zahlen. Zum Beispiel, wenn du ein Unternehmen gründest, wie du es zu gründen hast, welche Voraussetzungen du dafür brauchst, Kalkulation, Planung, das ist ja alles, was einem sehr viel weiterbringt im Leben. Und das lag mir einfach schon früh, hat mich interessiert. Naja, Basketball ist halt was anderes als Fitness. So beim Fitness kannst du dich körperlich austoben. Im Basketball ist es nochmal mehr mit Leidenschaft verbunden. Es gibt ja jetzt immer neue Legenden, so. Es gibt immer neue Spieler. Aber mein Idol ist eigentlich Michael Jordan. So. Nach dem Bachelor würde ich auch noch gerne meinen Master machen. Aus dem Grund, da ich mich noch weiterentwickeln will und mich eigentlich dann auch nochmal spezialisieren will in die Richtung Marketing oder ins Buchhalterische, also ein Rechnungswesen. Wenn es dann wohl Marketing sein sollte, dann würde ich das gerne in Verbindung mit Sport setzen. Und wenn man sein Hobby und seinen Beruf vereinen könnte, ist es halt ein Traum. Ich bin Kelvin und studiere an der Hochschule Fulda.